empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. Herzlich willkommen bei Olis Camper. Heute zeige ich euch mal eine kleine Reparatur von meinem Wohnmobil. Das habe ich leider selber beschädigt. Das ist mir zu Hause jetzt ein bisschen abschüssig weggerollt und bei uns und beim Nachbarn in die Mauer. Und da waren die ganzen Planken hinten von den Rückleuchten und die Mittelplanke beschädigt. Das habe ich reparieren lassen und die Teile habe ich jetzt wiederbekommen. Und jetzt möchte ich euch mal zeigen, wie ich das wieder zusammenbaue. Vielleicht ist das für den einen oder anderen eine Hilfestellung, wo die Schrauben versteckt sind. Das ist an manchen Stellen ganz schön tricky. Aber wenn man es weiß, ganz einfach und ist auch in kurzer Zeit zu erledigen. Im Anschluss hiernach blende ich euch erstmal ein paar Bilder ein, wie der Schaden aussah, mit der Mauer, mit dem Wohnmobil. Und dann geht es weiter, wie ich die Teile anbaue, zeige ich euch dann. Dann wünsche ich euch wie immer viel Spaß beim Zuschauen. Hier habe ich jetzt meine reparierten Teile, Lampenträger links, Lampenträger rechts, das Mittelstück. Original sind an den Kanten Klettverschlüsse dran, wie man hier sieht. Das war original auch so, das habe ich mir schon mal vorbereitet. Da habe ich mir extra Neues gekauft, damit es auch wieder besser hält. Also wie gesagt, hier habe ich es dran gemacht schon und wie ihr seht, hier habe ich es auch schon an beiden Seiten angemacht, das erleichtert dann den Anbau. Ist original von Carrado so. So, im Moment sieht er noch so aus. Dann würde ich sagen, fangen wir mal an. So, dann fangen wir, wie gesagt, mit dem Mittelteil mal an. Die ersten Befestigungspunkte für den Mittelteil sind hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Schrauben. Die sind ja auch ein bisschen mit Sikaflex eingesetzt gewesen. Das mache ich jetzt auch gleich noch. Und dann wird das einfach von oben das Mittelteil so eingehängt und dann verschraubt und hiergegen kommen dann die Seitenteile. Damit fange ich jetzt mal an. So, dann setzen wir das Mittelteil jetzt mal auf, wie ihr habt, in die Leiste oben einhängen, runterdrücken, dann hängt es auch schon und jetzt muss es mit den Schrauben nur noch ausgerichtet werden. Schauen wir mal, die erste gleich finden. Das schaut gut aus, leicht vorziehen und die anderen ansetzen. Gut aus. Das machen wir so in eins einmal durch. Wie gesagt, die Löcher sind ja vorgegeben. Das geht jetzt bis zur anderen Seite so weiter. So, jetzt fange ich an und baue das rechte Seitenteil an. Dazu habe ich mir die Lampen, wo ich sie ausgebaut habe, nur als kleine Hilfestellung ist markiert, links, Mitte, rechts. Und das gleiche habe ich auch mit den Kabeln gemacht. Ich hoffe, das kann man so ein bisschen sehen. Rechts, links, Mitte. Hier ist die Seitenbegrenzungsleuchte. Da kommen dann hier 1, 2, 3, 4 und eine versteckte Schraube. Die sitzt hinter dem mittleren Rücklicht. Hier kommt die rein und sitzt dann hier oben. Ja. Dazu müssen die schwarzen Ringe, werden erstmal in die Rohrbogen eingeschraubt und dann werden die Rückleuchten einfach geklickt.
Der Ring wird hier reingeschraubt mit dem schwarzen und dann wird das so reingeschraubt und dann werden die Rückleuchten einfach reingeklickt. Das ist beim Rausmachen ein bisschen tricky. Da muss man ganz vorsichtig, hier sind die Klammern, mit dem Schraubenzieher hinterhebeln. Ich kann das mal so ein bisschen zeigen mit zwei Seiten. Aber wirklich vorsichtig hinterhebeln und dann kann man die Rückleuchten rausklicken. Das geht bei allen. Also bis ich die Schraube gefunden habe, das hat auch erstmal ein bisschen gedauert. Aber danach ist das wirklich ganz einfach. Also wie gesagt, die lange Schraube sitzt versteckt hinter dem mittleren Rücklicht. Ich fotografiere das auch nochmal und setze die Bilder dann mit rein. Und das Ding baue ich jetzt erstmal an. So, da spritzt jetzt auch wieder ein bisschen Sikaflex hinter. Damit das abdichtet und besser hält. Machen wir das drauf so ein bisschen. Die Seite auch. Nicht. So. Dann setzen wir das jetzt mal an. Wie gesagt, hier ist die versteckte Schraube. Da muss ich echt ein bisschen suchen. Bis ich die gefunden habe. Aber dann geht es ganz einfach. So, da kommt es jetzt durch. Setzen wir die mal ein. Begrenzungsleuchte hier durch. Oben. Da ist es. So, können wir die schon mal anziehen. Kabel ziehen wir uns hinterher durch. Geht von unten. Die fest. Jetzt mache ich. Hier sind noch welche. So, zack. 1, 2 und hier unten ist eine. 3. Und die andere ist dann, ich hoffe, man kann es so sehen, von hier unten. Ich mache mal Licht an. Dann sieht man es vielleicht ein bisschen besser. Da ist die. Wie gesagt, diese habe ich lange gesucht. Die Kabel habe ich mir jetzt durchgezogen, wie sie hingehören. Ich habe immer von innen geguckt. Rechts, Mitte, links. Und jetzt fange ich an und baue die einzelnen Rückleuchten ein. Das habe ich schon angezogen hier. Ja. So, ich fange jetzt mit dem Katzenauge an. Setzen wir hier durch. Ja, das Ganze sieht auch fix an der Hand. Das ist super. Ja, so machen wir es nicht. Wo ist jetzt die Rückleuchte dafür? Hier ist Mitte. Als erstes den Ring rein. Der wird dann hier so durchgeschraubt. So. Das ist auch mit Torx. Die muss ich erstmal holen. Kleinen Moment. Hole ich mir erstmal mein Werkzeug. So, Werkzeug geholt. Das ist ein T20. Dann wird das hier angesetzt. Einfach anschrauben. Halt vorziehen. Hier auch. Zack, fest. Hier auch fest. Da nochmal ein bisschen nachgezogen. Nicht, dass es reißt. Und dann die Heckleuchte, wo Mitte draufsteht, Aufkleber wieder ab. Stecker drauf. Und dann sollte man es nur einstecken. Zack. Das ist alles. Und das wird mit den beiden genauso gemacht.
zeige ich euch das nochmal mit dem linken. Hier ist der Rahmen mit dem Torx. Wie gesagt, Schlüsselwarte ist T20. Hier durchstecken. Ich hoffe, man kann das so gut sehen. Auch. Leicht vorziehen, beiden Seiten. Fertig. Auch so angezogen. Dann nehme ich mir meine markierte linke Leuchte. Mache den Aufkleber wieder ab. Stecker drauf. Dann wird es einfach. Und wie gehabt, mit dem Winkel nach unten. Das ist ganz wichtig. Und einsetzen. Fertig. Jetzt baue ich noch die Seitenbegrenzungsleuchte an. Die eine war kaputt. Die habe ich mir neu gekauft. Gleich, die sind auch nicht teuer. Gibt es original von Hella. So, den kann man hier rausdrehen. Kann man den alten hier benutzen. Der ist ja noch dran. So. Verdrehen. Jetzt ist sie verriegelt. Gummidichtung rüber. Jetzt fällt die Schraube raus. Das macht nichts. Sieht dann so aus. Und dann wird es einfach nur eingeschraubt. So, wo ist jetzt die andere Schraube? So, die kommt hier hin. Nicht zu fest drehen, sonst knackt es euch weg, aber so, dass es auch hält. So, fest. Dann kommen auf die Seiten. Die Verkleidung noch drauf für die Schrauben. Aber da habe ich nur zwei, die anderen habe ich schon verloren. Aber ich glaube, die kann man auch im Baumarkt nachkaufen, das ist nicht das Problem. So, und schon wäre die rechte Seite wieder fertig. Das gleiche machen wir jetzt mit der linken Seite. Hier sind die Kabel, die habe ich mir gekennzeichnet. Die habe ich hier nur ein bisschen reingelegt. Hier ist die Seitenbegrenzungsleuchte. Puste ich alles wieder ab mit Sika Flex hier. Dann wird das eingebaut. Eigentlich das gleiche wie auf der rechten Seite. Und wenn das fertig ist, zeige ich euch das nochmal. Wie gesagt, das wird nur angeschraubt mit insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Schrauben. Und hier haben wir dann den Klettverschluss drauf, was ich euch gezeigt habe. Ist eigentlich kein Hexenwerk. Jetzt noch die Nummernschildbeleuchtung dran, dann das Kennzeichen, dann noch ein Funktionstest. Und dann sollte alles fertig sein. Hierzu sind es auch wieder Torx. Hier Schlüsselgröße 20 hier hinten wieder. Hier rein, vorziehen, Kabel vorsichtig darunter, aufpassen, dass die Dichtung gut sitzt. So und so und fertig. Dann machen wir jetzt noch den Funktionstest, ob alles funktioniert und dann bin ich fertig.
Das hat jetzt alles super geklappt und ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen gefallen und konnte euch auch ein bisschen oder kann euch ein bisschen helfen. Und über ein Like oder ein Abo würde ich mich sehr freuen. Also bis zum nächsten Mal bei Olis Camper.